Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man die Länge oder den Betrag eines Vektors berechnet. Und ich möchte es auch ein bisschen anschaulich erklären. Hier drüben habe ich es mir schon einfach gemacht und habe mal einen beliebigen Vektor, Vektor A, oder auf den Punkt A zeigt, bezeichnet. Ich möchte von diesem Vektor natürlich möglichst den Betrag, also die Länge. Wenn ich mir das hier alles anschaue, und mir überlegt, wie habe ich eigentlich den Punkt A gezeichnet? Naja, ich bin um A1 auf der x1-Achse nach vorne gegangen. Dann bin ich parallel zur x2-Achse um den Betrag A2 gegangen. Und ich bin parallel zur x3 den Wert A3 sozusagen nach oben gegangen. Das heißt, wir haben die Längen von diesen drei Seiten haben wir. Nun sollten wir das irgendwie berechnen können. Dreidimensionale Abstände haben wir noch nie berechnet. Aber wir müssen einfach versuchen, das zweidimensional erstmal zu überlegen. Wir überlegen uns mal hier unten diese Diagonale. Diese Diagonale, ich nenne sie jetzt mal x, die können wir ganz einfach berechnen. Hier ist ein rechter Winkel. Sieht man nicht unbedingt auf der Zeichnung, weil es dreidimensional gezeichnet ist, aber weiß ja jeder. Die x1- und x2-Achse sowie die x3-Achse stehen alle senkrecht aufeinander. Das ist parallel zur x2-Achse, also muss es ein rechter Winkel sein. Somit haben wir hier unten ein Dreieck, für das der Satz des Pythagoras gilt. Das heißt, x², diese Diagonale drüben, einfach a1 x² plus a2². Somit ist x einfach die Wurzel von a1² plus a2². Nun, wenn man diese Überlegung schon getätigt hat, auch hier ist nun wieder ein rechter Winkel. Denn die x3-Achse steht senkrecht auf der Ebene x1, x2. Somit habe ich auch hier wieder ein Pythagoras. X und A3 jeweils quadriert und aufsummiert ergeben den Betrag von A, die Länge des Vektors A. Das heißt, Länge Vektor A ins Quadrat ist in dem Fall A3 ins Quadrat plus X ins Quadrat. Nun, X kennen wir von hier oben, x² auch schon, dann schreiben wir das einfach mal rein. Ich sortiere auch um, x² ist a1² plus a2, also schreibe ich hier einfach a1² plus a2² plus a3². Und schon habe ich die Formel, um den Betrag eines Vektors auszurechnen. Ich nehme einfach die einzelnen Einträge, a1, a2, a3 und kann die Länge des Vektors bestimmen. Wenn mein Vektor nur zweidimensional ist, fehlt der dritte Eintrag, macht nichts, kann man genauso berechnen. So, machen wir ein kleines Zahlenbeispiel. Nehmen wir einfach an, unser Punkt hieße b gleich 2, 2, 4. Nun, ich möchte die Länge des Ortsvektors von b, klein b, das wäre also der Vektor 2, 2, 4, davon den Betrag, das wäre also 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat. Und wenn man das zusammenrechnet, 2 ins Quadrat gibt 4, nochmal 4 und 16, 16 plus 4, 20 plus 4, 24. Unser Vektor B wäre somit 24 Längeneinheiten lang. Was man hier dran jetzt auch sehr gut sieht, hätte ich den Gegenvektor genommen, also minus 2, minus 2, minus 4, der genau in die umgekehrte Richtung zeigt, wäre hier minus 2 ins Quadrat, minus 2 ins Quadrat und minus 4 ins Quadrat gestanden. Der Vektor wäre natürlich exakt gleich lang. So,
Schaut am besten auf unserer Homepage mal vorbei, www.lyrael.de. Schaut euch die Aufgaben dazu an, rechnet sie und überprüft sie dann mit dem anderen Video. Vielen Dank.